Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dayang. Wir sind jetzt hier mitten im, keine Ahnung, Wald, Gebirge, was weiß ich was. Und schauen mal, wo es jetzt hier weitergeht. Wir sind jetzt da hinten. Ach, das ist dieser riesige Turm, hä? Sieht so aus, als ist dieser Turm, wo eigentlich gerade unser Endziel ist es ja nicht, glaube ich. Unser bisheriger Zielabschnitt hinführt, beziehungsweise das Ziel von unserer Karte, die wir hatten. Okay, das ist ein Wolf. Aber der schläft. Okay. Schlafende Wölfe soll man nicht wecken. Feuerholz habe ich noch genug. Dann gehe ich mal hier lang. Toll, hier geht's auch nicht wirklich weiter. Jetzt kommt er hier wieder zurück. Natürlich ungünstig. So, irgendwo dort musste ja das Tor sein. Jetzt mal gucken, das sind die Camper, genau, da fehlt ja uns auch noch einige. Hier, das ist ja egal. Das ist unser. Also wir sind jetzt hier irgendwo. Also mitten irgendwo im Gebirge. Gerade dazu. Die Mountain Pass, ja genau hier. Was ist denn dieses grüne Ding hier? So, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo der Wolf hin ist. Ist der hier runter oder ist der hier hinten lang? Oh, da ist er. Gut. Wolf zum ersten Mal. Haben wir erfolgreich umgangen. Ich weiß gar nicht, ob uns jetzt noch irgendwas fehlt. Ich hatte jetzt eine längere Pause ja gemacht. Einfach weil ich nicht mit dazugekommen bin. Alter. Muss ja direkt um die Ecke sein. Einfach weil ich nicht dazugekommen bin, gerade ein paar Aufnahmen zu machen. Aber jetzt versuche ich es wieder regelmäßiger zu bringen. Und habe jetzt auch hoffentlich wieder die Zeit dafür. Dann muss ich jetzt mal gucken, wo wir jetzt zum Schluss stehen geblieben sind, was wir noch alles machen müssen. Ich kann doch an der Questliste, gute Do-Liste. Was haben wir denn noch? Der Insel entkommen und das Tor passieren und den Hightower erreichen. So, Nebenaufgaben. Andrew und Dave finden. Von Andrew hat man ja den Schuh gefunden. Dave, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob wir da überhaupt irgendwas hatten. Ich glaube nicht. Das ist, Keyfind. Ach, das ist der, der im Watchtower in der Bodenluke festsitzt. Das ist, glaube ich, der einer von den Typen von den Campern. Einen Camper haben wir ja tot gefunden. Die mit den Tattoos haben wir tot gefunden. Das heißt, wir müssen noch den mit dem roten und den mit dem Trollolo-Gesicht finden. Und wir müssen noch den Mountain Pass erkunden. Okay. Also unsere Aufgaben sind eigentlich die Camper finden. Damit schließt sich dann auch der Auftrag mit dem Schlüssel. Beziehungsweise, naja gut, den Schlüssel finden wir bestimmt nicht bei den Campern. Aber das gehört ja alles irgendwie mit zusammen. Vielleicht finden wir zuerst den Schlüssel und können dann den einen Eingesperrten finden. Damit haben wir dann vielleicht einen. Ich weiß ja nicht, ob einer von denen, wie viele das waren von den Campern. Ich weiß nicht, wurde das mal irgendwo erwähnt. Kann sein, dass das mal irgendwo erwähnt war. Ich habe es vielleicht vergessen. Auf dem Bild waren es ja auf jeden Fall drei. Wenn wir jetzt sagen, den mit Tattoos, das war der Tote, den haben wir schon gefunden. Kann nicht sein, dass der Eingesperrte entweder der mit dem roten T-Shirt ist oder der mit dem Trollgesicht. Oder noch ein vierter. Mit dem wir jetzt aber nichts wissen oder ich habe nur vergessen.
Ihr wisst das ja vielleicht besser als ich. Irgendwo ist hier, glaube ich, noch ein Wolf. Und hier gibt es übelst viele solche Wege, die hier wie hochführen. Aber von da kommt es aber nicht weiter, weil hier komme ich nie bis darüber gesprungen. Da unten ist der Wolf, okay. Ach ja, wir hatten ja Schuhe. Die haben wir von Jennifer, glaube ich, hieß die, bekommen. Die wurde ja vom Wildhund zerfetzt. Ah, da ist er. Schleiche ich eigentlich? Nee, ich schleiche gar nicht. Warum schleiche ich nicht? Verdammt. Shit. Er ist direkt auf mich zugekommen. Was soll ich machen? Immer noch. Nein! Au. Dachte ich, kann da auf diesen kleinen. Ah, übelst Beine gebrochen. Oh, sieht übelst blutig wieder aus. Gut, wir sind dem Hund entkommen. Können aber nicht mehr laufen, weil wir unsere Beine gebrochen haben. Okay, ich stelle mir erstmal Medizinchen her. Habe ich noch irgendwo einen Platz frei? Nee, gerade nicht. Dann schmeiße ich mal. Und vielleicht kann ich mir irgendeinen Rucksack herstellen. Nee, kann ich nicht. Kann mir nur neue. Was fehlt mir denn hierfür noch? Leder fehlt mir. Okay, ja. Muss ich Wölfe töten. Da schmeiße ich mir das Fleisch mal kurz raus. Was rausschmeißen? R. So, dann kann ich mir den großen stelle ich mir her. Und essen auch gleich. Na gut, das bisschen Leben, das kann ich glaube ich auch mit Bären voll heilen. Ich habe hier jetzt durch welche gefunden. Die, ja, der niedrige, was kostet der? Nee, das ist der Venom-Dings, den will ich nicht, den nehme ich. Ah, der kostet nur zwei orange Blätter. Naja, zwei orange Blätter ist jetzt nicht das Thema. Orange Blätter habe ich, glaube ich, hier en masse. Zack, da haben wir ein orangenes. Mit fürs Wasser. Und irgendwo finden wir ja noch ein orangenes Ei. Das ist noch ein orangenes Ei. Wirklich orangene Pflanzen, habe ich das Gefühl. Das sind die, die man hier mit am häufigsten findet. Für die großen, das große Heilpack braucht man ja weiße, wenn ich noch nicht in Erinnerung habe. Und weiße, finde ich, sind relativ selten. Zumindest vielleicht jetzt gerade noch. So, hier hinten geht es irgendwo. Nee, okay. Gut, da hoch müssen wir eigentlich auch nicht mehr, weil ich glaube, hier ist nichts. Ich guck nochmal dahin. Da sind wir jetzt ja leider halt nur vorbeigesprint und haben Gott, ich will nicht gucken, ob da irgendwas ist. Aber ich glaube, hier ist nichts. Auch wenn hier so eine Ecke im Felsen ist. Und da sind wir gekommen. Nee, hier ist nichts. Gut. Und was sagt eigentlich die Uhrzeit? 4.50 Uhr haben wir es. Okay. Ich weiß ja noch nicht, ob ich über Nacht dann spielen möchte, weil man kann ja in diesen Schnellreisestationen, diesen Tunnelpunkten, kann man ja auch schlafen und sozusagen die Nacht überbrücken. Aber ich weiß nicht, ob es dann halt irgendwie im Dunkeln, erstmal wie dunkel es dann wirklich wird, ob ich irgendwie mir Licht machen kann, ob mir das einen Vorteil bringt oder auch eher Nachteile. Oh, da unten ist eine Brücke. Kann ich hier runterlaufen? Ja. Okay, sieht so aus, würde ich in der Luft schweben, aber egal. Was ist denn das da? Ist das Wasser? Sieht fast so aus, aber ein bisschen seltsam. Oh. Da hinten ist unser Ziel.
Das ist der große Tower. Und da ist ja noch ein ganz schönes Stück vor uns. Und das ist nicht auf unserer Karte verkennzeichnet. Gekennzeichnet, was das sein könnte. Weil ist ja, wenn man da überlegt, hier ist relativ, auf diesem Gebiet relativ viele Landmarks. Aber hier ist sehr viel nichts. Ja, da kommt hier das Tor, dann hier ein ganzes Stück nichts. Dieses Gebirgsfluss, wo wir sind. Und hier befindet sich eigentlich gerade im Nichtsgebiet. Und die Frage, ist da jetzt wirklich nichts oder ist da nur auf dem Zettel halt nichts? Nichts mehr gekennzeichnet. Das will es sowas nicht. Das kann, glaube ich, kein Wasser sein, weil es wären ja lauter solche kleinen Wasserdinger. Wir haben hier. Wir haben ein Haus hier, das ist nicht auf unserer Karte gekennzeichnet. Also werden wir noch ein paar Überraschungen haben. Natürlich hatten wir oben so irgendwo ein paar. Abzweigungen, die ich noch verpasst habe, weil jetzt gehe ich ja, glaube ich, Richtung. Oh, da hockt jemand. Die hockt da aber. Der oder die. Nicht ganz zu erkennen. Hockt aber schon eine Weile. So, hier. New Dokument. Okay, ein Lover's Necklace, also ein Liebeshalskette sozusagen. Hat sich irgendwas aktualisiert? Ne, will ich mal nicht. Woman. Okay, also ist das wahrscheinlich eine Frau. LS steht auf dem. Auf dem Deckel und hier ist ein Bild von ihrem Freund wahrscheinlich drin. Und hier eine Mütze. Inventory full. Gut, dann schmeiße ich mal ein Stück Fleisch, schätze ich mal einfach raus. Oder brauche ich noch was anderes? Was ist das? Ein Bio-Bottle. Wenn ich auch den Pfeil rausschmeißen, weil ein Pfeil nützt mir jetzt eh noch nichts. Obwohl das Fleisch, das bringt mir jetzt auch nicht viel. Ich kann es dann höchstens vergiften. Dann ich mal das Fleisch raus und einfach in den Dreck geschmissen. Nehmen die Mütze mit. Oh. Ja, die sitzt da schon eine Weile. Hier bei der Kappe. I miss my old sorcerer day at college. Also ich vermisse meine alten sorcerer day at college. Ich weiß nicht, was sorcerer ist. Sorcerer, also irgendwas am College, also an der Schule. It has wounded, but is much better shaped than its owner. Also dieses Cap oder dieser Hut ist ruiniert, aber in einem besseren Zustand als ihr ehemaliger Besitzer. Reduziert reduziert Durst, meine Güte. Dehydration, will ich eigentlich sagen. Kann ich die aufsetzen? Ach, mit Rechtsklick. Oh, cool, jetzt haben wir eine Cappy. Sehen wir vielleicht bei uns nicht. Kann ich das Fleisch noch mitnehmen? Aber wir verlieren jetzt weniger Wasser. Cool. Und ein Brief. Nein, kein Brief. Es ist auch so eine Karte. Okay. Was ist auf der Rückseite drauf? Noch ein. Ein anderer Clan oder was weiß ich. Wenn sie nicht wieder sitzt. Das ist aber, die ist schon sehr vergilbt. Ja, wahrscheinlich ist. Da, ich hatte ja schon in der letzten Folge die Theorie aufgestellt, beziehungsweise habe ich schon die ganze Zeit eine Theorie irgendwie so gehabt, dass das hier so eine Art Hunger Games mäßig ist, dass dieser Kult hier mit diesem Stier halt immer irgendwelche Leute entführen und die dann irgendwas machen müssen. Die packen sie alle in so einen Brunnen und die müssen dann alle irgendein Ziel erreichen, zum Thron kommen, was weiß ich. Und dass das schon mehrere Jahre so geht. Und die Verrückten, die wir ja im Wald getroffen haben, die sind ja nicht richtig, nicht direkt aggressiv. Es sind ja nur die wirklichen Kultanhänger greifen mich ja sofort an. Diese Verrückten, die sagen zwar ja, ey, ich töte dich, wenn du mir zu nahe kommst, aber die greifen ja nicht direkt an. Das ist halt frühere Opfer worden, die hier auch diesen Weg gehen mussten.
Und sie ist jetzt wahrscheinlich auch eins gewesen. Aber sie ist halt auch gestorben. Aber frage ich mich, warum ich sie denn hier so in der Ecke einfach so. Na gut, sie kann jetzt einfach verhungert oder dehydriert sein. Sie ist ja eher mumifiziert und nicht irgendwie gewaltsam zu Tode gekommen. Aber liegt hier schon eine Weile, aber wie es aussieht, hatte die ihren Spawn, also ist die freigekommen im Dings Tower, hier im Watch Tower. Ja gut, kann natürlich sein, dass die ehemalig in dieser Bodenluke war. Und dass sie das dann irgendwie geändert haben mit den anderen. Obwohl, überleg gerade, dass die Bodenluke auch als Startpunkt von einer von diesen. Von den Gefangenen zählte. Aber dann frage ich mich nur, warum der, den wir da drin gefunden haben, Michael hieß der, glaube ich, warum der noch nicht freigekommen ist. Aber wir sind ja, glaube ich, sowieso alle zu unterschiedlichen Zeiten freigekommen. Weil, wenn man jetzt mal so sagt, da oben läuft jetzt die Uhrzeit ab. Also wir haben jetzt noch nicht mal, ich weiß nicht, wann sind wir rausgekommen? 7 Uhr früh ist irgendwann. Ich glaube ja nicht, dass innerhalb von diesen paar Stunden dann, zum Beispiel Rachel, die haben ja ganz am Anfang gefunden, dass sie innerhalb von diesen paar Stunden gleich gestorben ist. Oh, hier läuft doch Wasser runter. Ah, ein Wasserfall, ja. Dass, wir alle nacheinander freigelassen wurden und, Michael ist halt schon irgendwie wach geworden vorher. Wir sind halt wach geworden, indem während unser Brunnen geöffnet wurde und uns die Nachricht mit unserer Aufgabe erteilt wurde. Michael ist halt schon eher wach geworden. Aber ja, bei ihm ist halt noch nicht Zeit, dass er rauskommt und darum sollen wir noch für ihn den Schlüssel finden. Wir hatten ja auch noch ein paar Bohnen gehabt, die noch zu waren. Oder schon wieder zu sind. Das wissen wir auch noch nicht. Obwohl, wir können ja ziemlich sicher sein. Ich weiß nicht mehr genau, was habe ich letztes Mal gesagt, wie viel Bohnen waren zu? Ich brauche mir eine ordentliche Map hier. Der war offen von hinten beim Hundehaus. Das war der, glaube ich, der von Jennifer. Das waren wir. Der hier war von Andrew. Der war auch offen. Und wir haben hier dann Andrews Schuh gefunden. Andrew ist frei. Rachel war, glaube ich. Okay, das hier war, der einen Arm verloren hat, weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Rajit. Das war der von Rajit. Genau, das waren wir. Wir, Rajit. Jennifer. Das war Rachel. Okay, bei Rachel wissen wir nicht, wo sie rausgekommen ist. Das ist halt unser Problem gerade, weil einer, ich weiß nicht, waren beide zu, es kann sein, dass beide noch zu waren. Ich glaube, es waren zwei zu. Das heißt, in einem wäre Dave drin gewesen, in einem wäre Rachel drin gewesen. Das heißt, die haben den von Rachel dazu gemacht. Wenn Dave schon draußen ist, haben sie den von Dave auch dazu gemacht. Oder Dave ist halt noch da drinnen. In dem Innenboden. Hier mitnehmen? Ne, bin ich schon voll mit Pilzen. Was sind denn das? Ist das ein Fuchs. Okay, ich muss jetzt mal ein bisschen Füchse schlachten, weil ich brauche das Leder. Danke, Fuchs. Kaninchen bringt mir nichts, die geben mir nichts. Weil da kann ich mir noch ein. Ich habe nämlich alles für meinen Backpack, also für meinen Rucksack, außer Leder. Und wenn ich mir noch, da ist noch ein Fuchs. Wenn ich mir noch ein Leder hole, dann müsste ich mir noch einen Rucksack herstellen können und kann wieder ein bisschen mehr tragen. Ich würde sagen, tragen ist wohl so das A und O, wo man viel mitnehmen kann. Jetzt rennt der Fuchs weg, ey. Mal stehen. Und da hinten, da kann er nicht weiter. Da ist der Baumstamm. So.
Was? Hier. So. Da müssten wir jetzt genug haben für einen neuen. Ja. Zack. Haben wir uns noch. Oh, ich hatte sogar eins übrig. Mir hätte nur eins gefehlt. Was brauchen wir denn hierfür noch? Auch nochmal Leder. Also wenn ich nochmal einmal Leder habe, dann kann ich mir nochmal so einen Materialgürtel basteln. Aber hier haben wir zwei weitere Plätze. Sehr schön. So, hier überlegt gerade mal, was haben wir denn alles noch? Mir war so, als hätte ich noch irgendwas vergessen, was noch zu tun war oder wo wir noch nachschauen wollten im letzten Mal. Und wo wir noch was nicht wissen, was wir noch kontrollieren konnten. Aber mir fällt es gerade nicht mehr ein. Na gut, wir gehen erstmal hier. Was ist denn das da? Was ist ein Kaninchen? Auch wie so ein Nacktmull mit Fell. Ja, Nacktmull mit Fell ist wahrscheinlich auch ein Hamster. Das da hinten ist doch... Ja, das da ist dieser... das ist große Tower, der höhere Tower, wo wir... Oh, wir sind wieder im Pinewood angekommen. Ach, hier sind wir. Falls ihr es nicht wisst, wo wir jetzt gerade sind... Da hinten irgendwo ist, glaube ich, der Eingang zum Strand runter. Genau, hier ist dieser Felsen, wo ich mal drauf wollte und rumgelaufen bin, wo man nicht drauf kommt. Haben auch das Wildschwein da hinten irgendwo und hier hoch geht es dann normal zum Pinewood, beziehungsweise in Pinewood rein. Wir kommen also von hier runter, aber von da unten nicht hier hoch. Oh, du bist ein Fuchs. Aber du rennst zu schnell. Zumindest wenn ich dich mit einem schweren Angriff schlagen möchte. Ach. Oh, keine Ausdauer mehr. Alter, was ist denn das für ein Magic-Fuchs? Oh. Ich bin auch Magic. Nicht da runterfallen. Wow, wow, it's magic. So eine Schlange. Okay. Egal. Ich stelle erstmal ein neues. So ein hier, ja. Da können wir nämlich mehr Müll tragen. Und auch mehr Ressourcen. Was immer gut ist zum Herstellen, falls wir mal irgendwo wieder ein Verband brauchen oder was in der Art. Da ist die Schlange. Ich treffen würde. So, habe ich dich? Dich kann ich nicht reuten. Ein Schlangenhaut? Das ist auch was Edles. So, können wir jetzt überhaupt... Ich wollte gerade überlegen, wollen wir jetzt hier runtergehen oder dann hinten runter und ganz normal durchs das Tor passieren. Oder nochmal hochgehen und gucken, ob wir da... Obwohl... Ich glaube, wir kommen hier gar nicht runter. Nee. Mhm. The Gate, the Coastal Tower, ja, ja. Hier ist ein Weg. Wir können ja gucken, ob bei dem Weg irgendwas war, was ich verpasst habe. Wo habe ich jetzt einen Stock mitgenommen? Ich habe keinen Stock. Weg mit dem Stock. Holz bin ich voll. Hier war der Weg. Ach ja, der Weg führt runter. Okay. Pilz nehmen wir mit. Runterschlittern. Ja, also die Frage war jetzt, gehen wir jetzt hier runter und erkunden hier weiter oder gehen wir nochmal hoch ins Gebirge und gucken, ob wir da irgendwas verpasst haben, vergessen haben, weil uns fehlt ja immer noch der... Okay, so eine Schleuse oder sowas. Uns fehlt ja immer noch der
die Aufgabe mit dem... Upsala. Mit dem einen Camper. Huch. Dann konnte ich mich jetzt da nicht festhalten und nicht so springen. Na gut, gehen wir mal duschen. Oh. Cool. Gehen wir trotzdem mal duschen. Das war mit Kleider duschen, das war auch nicht so teuer. Bin gar nicht nass. Cool. So, gehen wir mal hier rein, damit wir das freischalten. So, welches haben wir denn jetzt eigentlich gefunden? The Mountain Pass, okay. Jetzt habe ich immer noch was, der hier ist und wo der ist. Kann das sein, dass das der ist, wo wir Andrew gefunden haben? Ging da so ein Weg runter und da war so ein Tor vor so einem Gullideckel. Da man mit dem Tor durchkommt, mit dem Brecheisen? Dass das so ein Tor war, was zu war? Weiß ich jetzt nicht mehr. Naja, egal. Ich würde aber sagen, die Entscheidung treffen wir dann in der nächsten Folge. Und dann danke ich bis hierhin erstmal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.